Hallo! Willkommen zum allerersten Adventskalender-Unboxing. Ich habe heute einen richtig coolen Kalender für euch, den ich auch noch nie ausgepackt habe. Lohnt sich. Und zwar ist das der For You Adventskalender. Der hat einen Warenwert von über 200 Euro. Richtig cool. Wir machen jetzt zusammen auf. Ich bin mega gespannt. Ich weiß selbst noch nicht, was drin ist, aber ich glaube, das ist sehr vielversprechend. Der Kalender ist auf jeden Fall richtig schön. In dem Grün mal was anderes und fühlt sich super hochwertig an. Alles zum Thema Gesundheit ist hier drin. Deswegen freue ich mich jetzt und wir fangen mal an. Starten wir direkt mit Türchen Nummer 1. Hier drin verbirgt sich, oh, ich habe das aber lange nicht gemacht, mal wieder ein Jahr her, ich freue mich darüber immer. Hier drin haben wir Selen und zwar Tropfen. Richtig gut. Selen ist super wichtig für unsere Schilddrüse. Die meisten Menschen haben ja auch tatsächlich einen Selenmangel. Deswegen finde ich das sehr spannend, super wichtig auch für unser Immunsystem, für Haut, Haare und Nägel. Und in Tropfenform wusste ich gar nicht, dass das gibt. Sehr spannend auf jeden Fall und sehr praktisch, weil ich glaube, Tropfen mögen die meisten lieber als Tabletten nehmen. Machen wir weiter mit Türchen Nummer 2. Oh, von For You eine Smoothie Bowl mit Ballaststoffen, Bakterienkulturen in dem Geschmack Kakao mit Haselnüssen. Kann ich mir sehr gut zum Frühstück vorstellen. Sehr spannend auf jeden Fall. Ist auch super schnell zubereitet. Muss man, glaube ich, einfach nur mit ein bisschen Wasser anrühren, genau. Und dann natürlich gut dafür zu trinken, weil man da eben die Ballaststoffe hat, die sehr wichtig für unsere Darmflora sind. Weiter geht's mit Türchen Nummer 3. Oh, hier haben wir was zum Probieren. Und zwar Bliss Balls. In der Geschmacksrichtung Cashew-Kakao mit flüssigem Cashew-Mousse-Kern. Ah! Das sieht aber lecker aus. Also darauf freue ich mich jetzt. Ich liebe ja wirklich so Bliss Balls. Die sind ja immer auf Basis eigentlich so von Datteln und Haferflocken. Mal gucken, was wir hier haben. Hier sind gar keine Haferflocken drin, sondern Dattel, Rosinen, Cashewkerne, Cashewmousse und Chiasamen. Wow, das klingt aber gut. Mhm, und da ist der Cashewmousse-Kern. Lecker. Nummer 4. Oh, Probio Mundflora. Lutschtabletten mit Lactobacillus salivarius und Vitamin D3. Das ist anscheinend für unsere Mundflora. Ich denke, die meisten wissen ja, dass wir eine gesunde Darmflora brauchen, aber unsere Mundflora hat ebenfalls wichtige, gute Bakterien dabei und die sollten wir auf jeden Fall auch nicht vernachlässigen. Wir testen diese Lutschtabletten jetzt einfach mal zusammen. Ich mache mal einen Taste-Test, weil die sind ja schließlich zum Lutschen gedacht. Pfefferminzgeschmack. Richtig frisch. Nummer 5 haben wir hier. Hier haben wir ein Eiweißpulver und zwar mit der Geschmacksrichtung, oh, Cookies and Cream. Zink, Magnesium, Calcium und L-Carnitin sind auf jeden Fall mit dabei. So aus, das muss ich auf jeden Fall auch mal testen. Ich trinke eigentlich jeden Tag tatsächlich einen Shake. Boah, die 6 ist richtig groß, da freue ich mich. Und schwer. Kapsel mit Brokkoli-Extrakt und Kapuzinerkresse. Natürlich Vitamin C aus Acerola-Fruchtextrakt. Das ist natürlich cool. Vitamin C ist super wichtig für unser Immunsystem. Jetzt vor allem in der Winterzeit, die jetzt kommen wird. Deswegen kannte ich so jetzt auch noch nicht, aber auch sehr gut. Also ich nehme sowieso auch jeden Tag Vitamin C. Deswegen freue ich mich, dass ich da Nachschub habe. Weiter geht's mit Nummer 7. Da haben wir eine Box in einer Box. Das ist ja richtig cool. Und zwar so eine Pillenbox to go. Die sieht ja auch noch richtig schick aus. Erstmal in diesem coolen Grünton. Und dann seht ihr, die kann man so anscheinend aufschrauben. Und Nummer 2. Das ist ja super. Und seht ihr das? Man kann das sogar rein theoretisch so irgendwo dran machen. Ob jetzt an die Tasche oder Schlüssel oder was auch immer. Das finde ich ja richtig praktisch. Perfekt für unterwegs, dass man auch seine Supplements nicht unterwegs vergisst. Und egal, ob man jetzt auf einen Zweitagestrip geht oder 2 Wochen, man sollte eigentlich immer alles kontinuierlich nehmen. Das ist super wichtig. Was ich auch mache, und ich sage euch ganz ehrlich, das zahlt sich wirklich aus. Also ich bin davon 100% überzeugt. Deswegen, ja, das finde ich echt richtig gut. Dann geht's weiter mit Nummer 8. Hier haben wir Vitamin B12-Tropfen. Auch eine Sache, vor allem für Vegetarier, ist B12 so wichtig. Und ich glaube, auch das wissen wieder ganz viele nicht. Eine Tropfenform, wie gesagt, auch super praktisch. Da kann man das auf jeden Fall jetzt nicht mehr irgendwie sagen, ich kann keine Tabletten nehmen. Falls ihr es noch nicht wusstet, Vitamin B12 ist super wichtig für unseren Energiestoffwechsel, aber auch für unser Nervensystem. Gegen Stress, also ganz wichtig, wie gesagt, für alle, die viel Stress haben, weil dadurch verbraucht man das auch. Deswegen super. In Nummer 9 haben wir das hier, Multikakao Kids. Das ist ein Kakaopulver für die tägliche Versorgung von Kindern. Das hier ist eine Trinkportion. Ich liebe Kakao, deswegen finde ich das auch ganz praktisch. Und da ist auf jeden Fall Vitamin D drin, Vitamin K2, auch super wichtig, um Vitamin D3 aufzunehmen. Selen, also all das, was sozusagen ein Kind braucht. Weiter geht's mit Nummer 10. Oh, hier haben wir nochmal Bliss Balls, die werde ich auf jeden Fall wieder probieren. Nochmal Cashew-Kakao. Weiter geht's mit Nummer 11. Das geht immer so schnell zu Ende. Ne? Ich freue mich immer auf den Dezember. Das ist wirklich einer der besten Monate. Und zwar haben wir hier, oh cool, ein BCAA mit Glutamin. Das ist ja so ein Energy Recovery Drink. Also das mischt man, glaube ich, mit Wasser.
Genau, 54 Milliliter Wasser und das hat hier den Apfelgeschmack. Das sind eben super wichtige Aminosäuren, die unser Nervensystem auch braucht. Und für alle, die gerne Sport treiben, ich glaube, die kennen das vielleicht auch schon. Unter Sportlern ist das auf jeden Fall bekannter. Nummer 12. Hier haben wir ein Clear Whey. Ich habe tatsächlich noch nie ein Clear Whey getestet und das werden wir gleich einfach mal machen, finde ich. Ich kenne nur Whey halt als Proteinshake, so mit Milch, aber nicht als Clear Whey. Und das hier ist jetzt die Geschmacksrichtung Waldfrucht. Mischt man einfach ganz easy 30 Gramm, also es sind zwei gestrichene Misslöffel, mit 500 Milliliter Wasser und hat man erstmal ein leckeres Getränk hoffentlich und eben eine extra Portion Proteine. Das ist super. Nummer 13 ist ganz leicht. Hier haben wir ein Amino Night und zwar, das ist auch richtig cool. Das mischt man in Wasser ein und zwar ist das auch ein Gemisch aus Aminosäuren, was besonders gut zum Schlafen ist. Da drin ist nämlich GABA, das ist ein Neurotransmitter, der uns entspannt. Dann L-Glutamin, L-Tryptophan, das ist der Vorbote von Serotonin, falls ihr das noch nicht wusstet. Lavendelextrakt, Vitamin B6, Magnesium und Zink. Also wirklich richtig, richtig entspannt. Super gut für unser Nervensystem. Und interessanter Geschmack, Joghurtkirsche. Kannte ich so auch noch nicht, aber das hat ja, das ist auch eine Sache, die finde ich super spannend. Nummer 14. Hier haben wir, Bitterkräutertropfen, die können wir auch mal zusammen testen. Das ist ja cool, die sind Apfelessig auch noch gelöst. Wow. Bittertropfen sind perfekt, wenn man gerne und oft Heißhunger hat auf Süßes. Das kann das nämlich, also Bitterstoffe sind aus unserer unseren Mahlzeiten eigentlich rausgezüchtet aus unserem Obst und Gemüse leider. Früher gab es das da viel, viel mehr drin, aber Bittertropfen sind super wichtig für unsere Verdauung, aber eben auch gegen diesen Heißhunger. Und Apfelessig ist sowieso super gut für unsere Verdauung, für unseren Blutzucker, deswegen freue ich mich jetzt. Also kann man vor oder nach dem Essen verwenden. Da ich jetzt gleich essen werde, mache ich das jetzt mal vorher. Macht nach 10 Tropfen einfach so auf die Zunge. Da ist nämlich so eine Pipette bei. So, das waren 10 Tropfen. Nicht so bitter wie erwartet. Also klar, leicht bitter. Also das ist ja auch der Sinn. Aber schmeckt gut. Ein bisschen nach Fenchel. Da ist auch Fenchel drin, ne? Fenchel schmecke ich. Ja, darüber freue ich mich tatsächlich sehr. Weiter geht's mit 15. Hier haben wir, glaube ich, nochmal Bliss Balls. Ja, nochmal Cashew-Kakao-Blissballs, lecker. Dann mit 16 geht's weiter. Hier haben wir nochmal Clear Whey und zwar in der Geschmacksrichtung Mango-Maracuja. Ja, praktisch dasselbe Prinzip nochmal. Also es ist Molke-Eiweiß-Isolat und das kann man eben in Wasser mischen. Habe ich jetzt einfach zubereitet. Schmeckt wie so eine Limo. Also schmeckt wie so ein, ja, könnte man auch mit Kohlensäure machen, das ist wie so eine Limo. Okay, ich weiß, warum meine Freundin das lieber mag als ein Proteinshake. Das ist auf jeden Fall leichter. Aber schmeckt gut. Schmeckt richtig lecker. Nummer 17. Was haben... Nein, sowas wollte ich schon richtig lange haben. Ist das nicht so ein Ölding? Ja, was man auf seine Ölflasche drauf macht. Guckt euch das an. Das ist doch cool. Und dann kann man so richtig edel sein Olivenöl da rauslaufen lassen. Das wollte ich wirklich schon lange haben, ne? Also das ist jetzt voll ernst gemeint. Das bei unserem Lieblingsitaliener, der hat das nämlich auf seiner richtig edlen Olivenölflasche. Und ich habe gerade letztens richtig gutes Olivenöl gekauft, was gefühlt, weiß ich nicht, wie viel gekostet hat, aber da fehlte nur noch das Teil. Nummer 18 ist ganz leicht. Oh, da haben wir einen Gutschein für den Online-Shop von For You. Finde ich gut, weil man hat ja jetzt schon einige Produkte ausprobieren können. Und zwar bekommt man da Apfelessig-Ingwer-Shot in Pulverform. Das ist ja cool. Da hat man halt einen Gutscheincode drin und dann kann man das da bestellen. Und zwar, wenn man im Mindestbestellwert von 20 Euro bestellt, bekommt man eben dieses Apfelessig-Ingwer-Shot-Pulver dazu. Das finde ich ja ganz cool. Ja, das ist mit Guarana und Vitamin B6, also ein richtiger Energiekick. Sehr, sehr cool. Dann Nummer 19. Das kann ich jetzt geschmacklich nicht mit euch testen, weil Melatonin ist ja unser Schlafhormon. Das ist praktisch der Gegenspieler zu Cortisol. Cortisol ist unser Stresshormon, was aber auch dafür sorgt, dass wir morgens aus dem Bett kommen. Und Melatonin soll eben produziert werden in der zweiten Tageshälfte, wenn wir schlafen. Und am besten natürlich 8 Stunden durchgehend gut durchschlafen. Aber ganz viele sind ja einfach durch den Alltag überreizt oder haben einfach mehr Stress. Und es ist auch super schwer, immer zu sagen, ja, stress dich weniger. Aber ganz ehrlich, ich glaube, der Alltag kann gar nicht stressig sein. Es ist einfach unserer heutigen Zeit nicht möglich. Und dafür ist es natürlich cool, dass man das ein bisschen unterstützen kann. Hier kann man eben, ich glaube, selber dosieren mit den Sprühstößen. Also man soll es natürlich nicht übertreiben. Ich glaube, ja, 2 Sprühstöße entsprechen 1 Milligramm Melatonin. Und ich sage euch, damit schläft man deutlich schneller ein. Aus eigener Erfahrung funktioniert sehr gut. Dann Nummer 20. Hier haben wir nochmal eine Probe.
Und zwar von dem Darmflora-Komplex. Da sind elf Bakterienstämme drin und 3,7 Gramm Ballaststoffe und ja, sehr gut. Das ist eine Geschmacksrichtung Maracuja. Das ist ja auch mal cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich glaube, mittlerweile sollten alle mitbekommen haben, dass unsere Darmbakterien super wichtig sind. Egal, ob für unsere Haut, für unser Wohlbefinden, natürlich für die Verdauung, aber auch für unser Gemüt. Und deswegen sollten wir da wirklich immer gut Acht geben mit Ernährung und aber auch Pro- und Präbiotika. Dann 21. Ach, witzig, das ist ein Leuchti. Und zwar kann man den einfach so an die Tasche oder so machen, wenn man abends im Dunkeln jetzt im Winter unterwegs ist, damit man gesehen wird. Wie oft fahre ich irgendwo lang im Winter und sehe fast die Leute nicht, weil die wirklich nur noch schwarze Kleidung tragen, schwarzen Rucksack haben. Also ja, richtig gefährlich teilweise. Coole Sache. Nummer 22. Hier haben wir nochmal Bliss Balls. Und zwar nochmal Cashew-Kakao. Dann Nummer 23. Hier haben wir Basenpulver, auch eine Sache, die bei mir tatsächlich im Alltag eigentlich immer dabei ist. Wir sollten nämlich möglichst basisch sein und nicht so sauer. Klingt lustig, ne? Aber super viele Leute konsumieren halt viele säureproduzierende Lebensmittel. Und damit sind nicht so Sachen gemeint, die man jetzt denkt, oh, was ist denn sauer, Grapefruits und so, nein. Sondern es kommt aufs Lebensmittel drauf an. Also es gibt so Listen. Auf jeden Fall essen die meisten zu viele verarbeitete Lebensmittel, hochverarbeitete Dinge und die sind alle Säurebildner. Und damit das wieder in Einklang kommt für unseren Energiestoffwechsel und auch gegen Müdigkeit, weil wenn wir zu übersäuert sind, dann sind wir auch müde und träge, ist sowas richtig cool. Ein gehäufter Teelöffel ist eine Portion, kann man einfach in Wasser mischen, in Saft, in Smoothies mit reinmachen, also das ist gar kein Problem, super easy im Alltag eigentlich, finde ich, anwendbar. Und glaubt mir, das wird in eurem Wohlbefinden einen Unterschied machen. Auch übrigens ein Punkt für die Haut. Also wenn man sehr viel unter unreiner Haut leidet, dann ist das auf jeden Fall auch eine Sache, die man beachten kann, dass man eben sich möglichst basisch ernährt und vielleicht mit sowas ein bisschen unterstützt. Sehr gut. Und dann Nummer 24. Also da sind ganz viele Pflanzenstoffe drin. Nimmt man einfach 3 Kapseln zur Mahlzeit und das kann unterstützend sein bei einer Diät zum Beispiel oder einfach zur Unterstützung von einem gesunden Stoffwechsel. So, das war's. Ich habe alle Türchen ausgepackt. Richtig spannender Kalender mal. Ganz anderer Ansatz als vielleicht das, was man so klassisch kennt. Finde ich aber sehr spannend. Verlinke ich euch super gerne unten. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, welchen Kalender ich noch auspacken soll. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder. Ciao!